Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, ihr seht es schon im Titel, der Tweet vom Bundesgesundheitsministerium bezüglich der Nebenwirkungen auf die Behandlungen geht hier komplett durch die Decke und natürlich äußern sich auch die Mainstream-Medien jetzt dazu. Da möchte ich euch heute Morgen einmal mitnehmen auf die Reise durch Zahlen und durch den kläglichen Versuch, das Ganze herunterzuspielen. Und so finde ich hier heute Morgen also zuallererst einen Artikel beim ZDF, Panne im Gesundheitsministerium, wie ein Tweet missglückte. So, hier geht's schon los, dass Impfgegnerinnen sich durch die Aussagen des Bundesgesundheitsministeriums bestätigt sehen, kommt nicht besonders häufig vor. Doch, im letzten halben, dreiviertel Jahr kommt das sehr häufig vor, leider allerdings. Denn ihr Misstrauen gegen staatliche Organe in der Gesundheitskrise sitzt tief. Ja, okay, also ja, vor diesem Hintergrund war am Mittwoch Bemerkenswertes zu beobachten. Vielfach wurde ein Tweet des Ministeriums von Impfgegnerinnen in den sozialen Medien geteilt und erreichte eine enorme Reichweite. Grund war der erste Satz der Nachricht. Eine von 5000 Personen ist von einer schweren Nebenwirkung nach einer Behandlung betroffen. Das ist also der Titel. 5000 Personen, eine Meldung sozusagen. Nach dieser Aussage sahen sich Behandlungsgegner in ihren Sorgen vor Nebenwirkungen bestätigt, doch der Post war aus mehrfacher Hinsicht problematisch. Guck mal, ne? Auch hier wird geframed, ne? Hier wird zweimal das Wort Impfgegner schon erwähnt. Merkwürdig, dass sie Querdenker nicht mehr sagen. Und im Grunde ist es aber so, dass das Bundesgesundheitsministerium eine Falschinformation herausgegeben hat. Ja, also ich weiß nicht, warum hier jetzt schon wieder geframed wird. Ne? Die Aussage, dass 5000 Personen, dass von 5000 eine schwere Nebenwirkung hat, war falsch. Es fehlt jegliche Einordnung. Und das Bundesgesundheitsministerium wurde dem aufgelangten Thema der Nebenwirkung mit diesem verkürzten Tweet nicht gerecht. Mhm. Also doch hier, plötzlich steht hier aufgeladenes Thema. Ja. So, Gesundheitsministerium löscht Tweet. Erst einen Tag nach Veröffentlichung des Tweets wurde er vom Ministerium am Donnerstag gelöscht, nachdem er tausendfach kommentiert wurde. Es gab einen redaktionellen Fehler, wird hier gesagt. Rechnet man 0,2 Meldungen pro 1000 Dosen mal 5, kommt man auf eine Meldung schwerwiegender Nebenwirkungen pro 5000 Dosen und nicht, wie das Ministerium ursprünglich schrieb, pro 5000 Personen. Bei dieser Meldung handelt es sich zunächst um Verdachtsfälle und dass die Meldezahl Ungenauigkeiten unterliegen, ist der Behörde bewusst. Okay. So, und dann steht hier, schwere Nebenwirkungen äußerst selten. Okay. Also wenn ich das hier sehe, dass auf einmal gesagt wurde 5000 Dosen und hier 0,2 Meldungen pro 1000 Dosen und eine Meldung pro 5000 Dosen, dann muss ich mir überlegen, wie viele Dosen sind dann verimpft worden. Wie viele Dosen wurden verimpft und wie viele Dosen hat jeder im Schnitt bekommen? Ne, wenn man da ausgeht von, keine Ahnung, im Schnitt 2-3 Dosen pro Person, kann man sich das schnell hier zurechtrechnen. So, und hier steht es nochmal, das ist der Tweet, die Korrektur, 0,2 Meldungen pro 1000 Impfdosen. Das heißt, wir brauchen, wie gesagt, wie es oben schon steht, 0,2 mal 5 ist eine Meldung und mal 5000 hätten wir dann 5000 hier. Missglückte Kommunikation des Ministeriums, ja, okay, aber im Grunde ist es so, das ließ Tür und Tor offen für die wildesten Spekulationen. Ja, es sind eigentlich keine Spekulationen, das ist eigentlich vollkommen klar. Ja, dann habe ich mir hier den Sicherheitsbericht vom Paul-Ehrlich-Institut, und zwar den vom 4.5. rausgesucht. Das ist meines Kenntnisstandes der aktuellste, der letzte. Und da kommt auch hier gleich schon am Anfang die Tabelle. Die zeige ich euch natürlich. Das hier ist die Tabelle. Gesamtmelderate und Melderate von Verdachtsfällen schwerwiegender Nebenwirkungen pro 1000 Dosen. Und hier sehen wir einmal die blauen Balken, das sind alle Fälle.
Und wir sehen hier die roten Balken, das sind die schwerwiegenden Fälle. Ne, das habe ich hier, bei den roten Balken steht da über immer ein einzelner Wert, 0,2, 0,1, 0,5, 0,3, 0,3. Und habe ich Folgendes gemacht, ich habe die einfach alle zusammengezählt. Ne, 0,2 plus 0,1 plus 0,5, 0,3 plus 0,3. Und dann durch 5 geteilt, also diese 5 Posten hier. Und dann komme ich zum Beispiel auf einen Mittelwert von 0,28. Was auch schon wieder abweicht, ja. Und jetzt müssen wir natürlich auch wissen, wie viele Dosen wurden verimpft. Und das ist super. Das Paul-Ehrlich-Institut hat hier tatsächlich alles. 172 Dosen. 172 Millionen Dosen wurden verteilt. So, und jetzt habe ich hier dann mir die Mühe gemacht. Paul-Ehrlich-Institut, schwere Nebenwirkungen, Meldungen. 0,28 Meldungen pro 1000 Dosen. Das heißt, wir brauchen 3570 Dosen für eine Meldung schwerer Nebenwirkungen. So, wir haben 172 Millionen Dosen. Wie viel Meldungen ergibt das? Das heißt, ich nehme 172 Millionen Dosen, geteilt durch 3500, ergibt 48.196 Meldungen schwerwiegender Nebenimpfungen. Und das ist das, was hier so richtig schön, hier in diesem Artikel so richtig schön heruntergespielt wird. Ja. Und das geht hier nochmal weiter. Ich habe mir nämlich auch nochmal die Mühe gemacht, alle Fälle mir anzuschauen, alle Meldungen. Und dann habe ich hier die blauen Balken genommen. Das sind dann alle. Und hier haben wir auch die Einzelwerte. Die habe ich alle zusammengezählt und dann durch 5 geteilt. Das heißt 1,2 plus 1,7 plus 3,6 plus 2,6 plus 4,6 und dann geteilt durch 5. Und dann komme ich auf einen ungefähren Wert von 2,66 Meldungen pro 1000 Dosen. Bei 172 Millionen Dosen geteilt durch 1000 mal 2,66 ergibt 457.687 offizielle Meldungen von insgesamten Verdachtsfällen auf die gesamte Bevölkerung beziehungsweise auf 172 Millionen Dosen, auf alle, die behandelt wurden. Wir sprechen hier von einer 500.000 Menschen, die hier laut Paul-Ehrlich-Institut zum Arzt gegangen ist und sich hat untersuchen lassen. Wir haben von den krassen ärztlichen Verbänden andere Zahlen, die um einiges höher liegen. Aber interessant ist, dass selbst 400 und also eine 500.000 Menschen, die beim Arzt waren, in den Mainstream-Medien heruntergespielt werden. Das ist im Grunde das, was hier bei dieser ganzen Sache herauskommt. Es ist tatsächlich nicht mehr zu fassen. Es wird einfach über diese Menschen hinweggegangen. Und ich nehme nur mal diese 500.000, ja. Ich meine, jetzt wird der eine oder andere sagen, ja, aber das sind ja schließlich 172 Millionen Dosen gewesen. Das ist ja eine ganze Menge. Ja, aber es sind hier Einzelschicksale. Eine 500.000 Einzelschicksale. Jeder von diesen Menschen lebt ja nicht alleine als Single. Jeder hat wenigstens Eltern. Hinzu kommt vielleicht eine Frau, vielleicht ein oder zwei Kinder, Freunde, Verwandte, Tante, Cousine. Diese Menschen werden alle davon betroffen, dass hier jemand leiden muss. Und da könnt ihr diese Zahl hier, keine Ahnung, nehmt die mal 5 oder mal 3 im Schnitt oder mal 4 im Schnitt, sind wir bei 2 Millionen Menschen, die einfach betroffen sind. Auch wenn du selbst nicht hier keine Nebenwirkungen hast, hast du ja, wie gesagt, ein Familienmitglied, was hier Nebenwirkungen hat. Und hier sind das ja die schweren Fälle. 48.000. Ja, auch hier ist die Dunkelziffer wahrscheinlich viel, viel höher. Ja, wenn man die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung noch hier als Basis noch dazu nimmt. Allerdings ist es dann eben so,
dass ja, diese 48.000 Menschen, da gehört auch die Familie dazu. Ja, hier sind auch 200.000 Menschen laut Paul-Ehrlich-Institut einfach betroffen mit schweren Nebenwirkungen. Ja, und schwere Nebenwirkungen heißt wirklich Fieber, alles das, was ihr euch vorstellen könnt. Ja, ich habe es neulich auch in der Liste gesehen, schwerwiegende Nebenwirkungen, da gehören richtig, ja, die ganzen Hardcore-Sachen dazu. Ja, ich sag mal so, alles vielleicht außer Kopfschmerzen. Ja, denn selbst Fieber ist ja ein Entzündungsprozess. Das ist ja im Grunde auch ein schwerwiegend halt, ne? Und dann habe ich einen Artikel gefunden hier beim ZDF und das ist auch natürlich wieder typisch. Zahl der Intensivpatienten und Todesfälle steigt. Krankenhäuser und RKI melden stark gestiegene Zahlen bei Intensivpatienten und Todesfällen. Ne? Zugleich verzeichnet die Krankenkasse im ersten Halbjahr 2022 fast 3,5 Mal so viele Infektionen wie im gesamten Vorjahr. Im ersten Halbjahr 2022 3,5 Mal so viele Infektionen wie im gesamten Vorjahr. Wenn man das jetzt schon hochrechnet, kommen wir auf eine Zahl, die 7-mal so hoch ist für das Jahr 2022 wie 2021. 7-mal so hoch. Kann mir mal einer erzählen, wie das kommt, wenn wir Maßnahmen hatten, ne, die Maske tragen mussten, wenn wir Lockdowns hatten und wenn wir unsere gesamte Bevölkerung haben behandeln lassen oder fast alle? Wie kann es sein, dass die Zahl jetzt plötzlich 7-mal so hoch ist? Also hier auch ein ganz deutlicher Fingerzeig an die Verantwortlichen, das hätte nicht passieren dürfen. Der Todesfälle gestiegen, hier werden noch ein paar Zahlen genannt. Ich will hier gar nicht großartig reingehen, weil das wird hier noch interessant. Auch zwei Krankenkassen meldeten für dieses Jahr hohe Infektionszahlen. Die kaufmännische Krankenkasse zählte bei ihren berufstätigen Mitgliedern rund 27.000 Fälle. Das seien fast 3,5 Mal so viel wie im gesamten Vorjahr. Auch bei Atemwegsinfektionen habe es einen Höchstwert gegeben. Das ist jetzt hier peinlich und hier wird es jetzt auch wieder runtergespielt. Mögliche Gründe für die hohe Quote der Erkältungskrankheiten und Infektionen sind nach Ansichten von der Ärztin bla 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 die größtenteils aufgehobene Maskenpflicht. Aha, okay. Und wieder mehr Begegnungen auf engeren Raum bei der Arbeit, beim Einkaufen, bei Veranstaltungen und bei gemeinsamen Aktivitäten. Auch bringe die lange Zeit des konsequenten Maskentragens und der reduzierten Kontakte im vergangenen Winter einen Nachholeffekt mit sich. Einen Nachholeffekt. Okay. Deutlicher Anstieg bei bei Krankschreibungen. So, und die Krankschreibungen in der 26. Kalenderwoche stieg um fast 100%. Da brauchen wir jetzt hier, das ist hier, so, und hier wird es interessant. Bis Ende 2021 war jeder 10. Erwachsene infiziert. Aha. Laut einer neuen Studie hatte sich bis zum Jahreswechsel, also etwa bis zum Beginn der Omikronwelle, geschätzt rund jeder 10. Erwachsene in Deutschland mit angesteckt. Diese relativ niedrige Infektionsquote nach einer etwa 2,5-jährigen Pandemiedauer ist als Erfolg der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu werten. Okay, also die Zeit Jahreswechsel 2022 war also Erfolg und war also ein Erfolg der Maßnahmen. Das heißt also nur 6 Monate später kippt das schon wieder alles. Das verstehe ich nicht. Ich meine, wie gesagt, die Leute haben sich behandeln lassen und das Ganze hält 6 Monate oder nicht mal. Verstehe ich nicht, sage ich euch ganz ehrlich. Das ist eine Logik hier in diesem Artikel, den ich absolut nicht nachvollziehen kann. Und hier im letzten Artikel, das ist also auch wirklich der absolute Hohn, wohl mehr Behandelte als gedacht. Das Robert-Koch-Institut meldete zudem, dass laut der Studie wohl mehr Erwachsene in Deutschland behandelt sind als gedacht. Die Forschenden kamen zu der Einschätzung, dass zum Jahreswechsel etwa 90% der Erwachsenen mindestens einmal behandelt waren und einen weiteren Antigenkontakt durch Impfung oder Infektion hatten. Okay. Den offiziellen Meldedaten des Robert Kochs zufolge haben gegenwärtig 87% der Menschen ab 18 Jahren mindestens eine behalten. So, lass uns mal eben kurz hier nochmal reinschauen im Rest. Genau. Das RKI räumt aber ein, dass eine Studie eher Menschen teilgenommen haben, die behandelt sind und auch weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie eher eingehalten haben, als Menschen, die nicht teilgenommen haben. Moment, was? Wer hat an irgendwelchen Maßnahmen nicht teilgenommen? Wir haben alle an Maßnahmen teilgenommen.
Also wenn Sie hier das unterteilen in Menschen, die sich haben behandeln lassen und an weiteren Maßnahmen teilgenommen haben, dann kann ich nur eins sagen, liebes ZDF oder liebe Tagesschau oder was immer das hier für ein merkwürdiger Informationskanal ist, ja, hier wird es auch mal Zeit, dass man auch mal gegen diese ganzen Fake News vorgeht, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, wo unsere Justiz da geblieben ist, dass man hier in unserem Land sowas einklagen muss, wenn hier Fehlinformationen verbreitet werden. Also, wenn ich habe mich nicht behandeln lassen, haben wir, die nicht behandelten, ja wohl alle weiteren Maßnahmen zur Eindämmung eingehalten. Jetzt weiß ich nicht, warum hier die Tagesschau das wieder entzweit. Wir sind doch gar nicht reingekommen in den Laden ohne Maske. Verstehe ich nicht. Ja, die Läden, die zugemacht wurden, die wurden ja nicht aufgemacht. Wir sind ja nicht in den im Einzelhandel einkaufen gegangen, der aufgemacht hat. Das ging ja nicht. Er war ja zu. Restaurants, das war ja alles zu. Kinos, Fitnessstudios, war doch alles zu. Also wer hat sich hier nicht an weitere Maßnahmen gehalten? Ja? Es sei daher davon auszugehen, dass der Teil Behandelter überschätzt wird und der Anteil der Infizierten unterschätzt werde. Jetzt scheint es aber sich hier so zu lesen, als wenn die das kombinieren und sagen, hier gibt es also eine Impfung und es wurde also nicht beachtet, dass also eine Vielzahl der Menschen, also 90% mindestens einmal behandelt wurden und einen weiteren Antigenkontakt durch Behandlung oder Infektion hatten. Heißt das, ich habe mich bei einem Behandelten angesteckt? Das ist dann wie eine Behandlung? Oder heißt das, ich habe mich mit dem Wildvirus, mit der wilden Variante angesteckt und das ergänzt dann hier die Behandlung? Das wird hier in diesem Artikel überhaupt nicht deutlich gemacht. Überhaupt nicht, ja. Und was eben hier eben ganz klar ist auch, wohl mehr Behandelte als gedacht. Das kann nicht wahr sein, Leute. Das RKI, wir haben keine Daten. Das Paul-Ehrlich-Institut, wir haben keine Daten. Bei den Gerichtsprozessen, gegen die Behandlungspflicht bei der Bundeswehr, wir haben keine Daten, haben diese beiden Institute gemeldet. Und jetzt wird hier jetzt nach 28 Monaten gesagt, ach wohl, sind wohl doch mehr Leute behandelt worden, als gedacht. Also 90%. Okay. Das ist ja gut, wenn die alle behandelt wurden. Ist doch super. Wenn die das alle so gut finden und meinen, das hilft denen, dann bitte, losgelegt. Ja? Dann ergibt aber hier der erste Absatz keinen Sinn. Dieser erste Absatz ergibt keinen Sinn, dass die Intensivstationen plötzlich hier voll sind bei einer Quote von 90%. Eben haben die 80er Jahre angerufen, die wollen ihre Logik zurück. Kann mich mal bitte jemand aufklären von der Tagesschau? Der Redakteur, der das geschrieben hat, die Logik in dem Artikel fehlt wie so oft. Ja? Es ist nicht zu fassen, was man uns hier antut. Was man uns hier zumutet, auch an Informationsfluss, das ist absolut, absolut nicht mehr hinnehmbar. Ja? Ich möchte noch mal ganz kurz hier noch mal Bezug nehmen auf den Hauptteil dieses Videos. 48.196 schwere Nebenwirkungen laut Paul-Ehrlich-Institut. Und diese 48.000 schwer erkrankten Menschen, es ist kein Grund, diese Aktion hier abzublasen. Diese Menschen sind der Regierung und den Verantwortlichen komplett egal. Und wenn man nur hier die Menschen nehmen würde, die sagen, Mensch, irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung, ich gehe mal zum Arzt. Selbst diese 500.000 Menschen und auch, wie ich schon sagte, die ganzen Familien, die da dranhängen, die ganzen Angehörigen, die sind alle hochbelastet durch dieses Drama, durch diese Katastrophe. Aber es interessiert niemanden von den Verantwortlichen. Und im Übrigen sterben jedes Jahr, Menschen an Alkoholkonsum allein. 8.000 Menschen sterben jährlich an Folgen von Arzneimittelnebenwirkungen, also Falschbehandlung. 50.000 bis 100.000 erkranken jährlich. Schwer. Jährlich, das ist jedes Jahr. Und das Robert-Koch-Institut hat hier auch noch Daten zu Krankheitslast durch Krankenhausinfektionen. Hier dreht es sich um die Bakterien im Krankenhaus. So, die in der neuen Studie geschätzte Zahl.
der Infektionen, der nosokomialen Infektionen nennt sich das, also Krankenhauskeime. Die geschätzte Zahl der Krankenhauskeime Infektionen in Deutschland liegt bei 400.000 bis 600.000 pro Jahr und damit im Bereich vorheriger Hochrechnungen. Ja, also das heißt im Grunde auch nur, oh, unsere Zahlen sind hier super, die stimmen. Aber keiner hat irgendwie das Bedürfnis, diese schweren Infektionen abzuwenden, scheinbar. Denn es wird ja in den Medien nicht diskutiert, in der Öffentlichkeit. Die Zahl der Todesfälle kann durch die weiterentwickelte Methodik verlässlicher erfasst werden. Also hier auch ein Lob, ein Eigenlob. Also Sie haben Ihre Methodik entwickelt. Super, es kann jetzt wirklich viel verlässlicher erfasst werden. Ein Eigenlob. Und man spricht hier einfach über 10.000 bis 20.000 tote Menschen mit einer nosokomialen Infektion. Generell sind Todesfälle durch nosokomiale Infektionen schwer zu bestimmen. Aha. Insbesondere, weil viele Betroffene an schweren Grundkrankheiten leiden, die bereits ohne Krankenhausinfektion häufig zum Tode führen. Ach. Also dieses Narrativ, was man hier jetzt benutzt hat, 28 Monate, das wird hier plötzlich genannt. Die werden auch so gestorben. Das, was auch die Freidenker sagen seit 28 Monaten, die werden auch so gestorben. Ja, an Veronika, mit Veronika gestorben. Dieser Unterschied wird hier plötzlich gemacht beim Robert-Koch-Institut in Bezug auf die Krankenhauskeime. Ja, also hier kann man auch ganz deutlich erkennen, dass sich Argumentationen so zurechtgelegt werden, ja, dass man sich das so zurechtlegt, wie es gerade passt. Ja, und ich meine, ein Wodak hat das damals ja gesagt, ne? Ja, die wären ja sowieso, eventuell sowieso gestorben. Ja, nee, das zählt nicht, das gilt nicht. Du bist ja ein Querdenker. Du bist ja, was bist du denn für einer? Und die gleiche Argumentation, denn der Wodak kennt ja auch im Grunde das gesamte System, der nimmt das im Grunde ja auch vom Robert-Koch-Institut, die Argumentation. Aber die schlägt ihm dann am Ende halt entgegen. Und das sind also Dinge, die wir hier in Zukunft absolut nicht mehr hinnehmen. Ich für mich überhaupt nicht. Ich boykottiere das gesamte System. Ich werde das gesamte System boykottieren. Das ist das Einzige, was ich im Grunde machen kann. Ich kann durch meinen Konsumverzicht zeigen, dass ich nicht bereit bin, eure Elite finanziell zu unterstützen. Ich kaufe nur noch ausgewählte Marken. Ich habe es jetzt neulich gestern gesehen, ja, die Lebensmittelpreise und, und. Da sind sie irgendwo in einem Lidl hier bei uns in der Umgebung. Ein riesiger, oder Kaufland war es, ein riesiger Laden. Massen von, zum Beispiel, sie standen vorm Aufschnittsregal. Und wenn du da gewohnt bist, immer hinzugehen und deine Mortadella zu kaufen für 99 Cent und auf einmal wollen die 1,49 haben, ja, dann kaufst du das, weil es gibt da in dem Moment rechts und links keine günstigere Mortadella, ja. Aber mal zu überlegen, ob man mal sagt, ich gehe mal in einen anderen Laden, vielleicht, keine Ahnung, in so einen kleinen privaten FIFO, Edeka hießen die früher, ja. FIFO hießen die früher, so kleine privat betriebene Läden. Vielleicht ist es da günstiger, ja, oder ne, was ich immer gerne mache, zum Beispiel die Oliven sind teurer geworden, beim Rewe war es, glaube ich. Ich gehe jetzt zum Türken. Ich muss natürlich für ein großes Glas 3 € bezahlen, aber es ist die fünffache Menge von dem, was ich beim Rewe kriege. Ja, ich habe neulich Käse gekauft beim Türken, ja, in diesen türkischen Lebensmittelläden, ja. Ich habe neulich Käse gekauft, ja, 10 €. Oh Gott, denke ich, 10 €. Ja, gut. Habe am Ende aber ausgerechnet, das waren 800 Gramm, dass dieser 10 € Käse ein kleines bisschen teurer war als der billigste Billigkäse beim Penny. Ja, dieser Blockkäse. Ne? Da wollen die mittlerweile über 3 € für haben. Und wenn du dann vor diesem Penny-Regal stehst und stehst vor diesem Block und denkst dir, okay, ich will jetzt aber Blockkäse haben und 3,49 oder 79 ist jetzt hier das günstigste, dann hast du keine Möglichkeit, nach rechts oder nach links zu greifen. Dann musst du das verteuerte, aber eben wirklich das billigste Produkt nehmen. Ja? Wie jetzt bei der Mortadella am Fleischregal, Billigfleisch. Der letzte Müll, das zusammengefegte aus der Halle. Das musst du dann kaufen für 1,69 oder eben diesen Billigkäse für 3,49 €. Der Punkt ist, wenn du immer gewohnt bist, immer in die gleichen Läden zu gehen, ja, und nicht mal lernst, ein bisschen flexibel zu sein, dass du sagst, pass mal auf, ich kaufe mir einfach keinen Käse, wenn der so teuer ist. Ich weich auf, aus. Und dann musst du überlegen, ne? Und da gibt es viele Möglichkeiten, auch sich Dinge selber zu machen, Brotaufschnitte selber zu machen. Ich will damit nur sagen, das ist das Prinzip von Freidenkern. Wir sind frei. Ja, und wenn wir in den größten Kauflandladen reingehen und ganz hinten an der Theke feststellen, nee, das ist mir zu teuer, dann gehen wir ohne ein wirkliches Produkt erworben zu haben, ganz von hinten wieder bis durch die Kasse ohne Produkt raus und in den nächsten Laden. Ja, es ist aufwendig, aber das ist unser Widerstand.
Ganz deutlich. Und das mit den Handys, das brauche ich euch nicht sagen. Die Handyverkäufe brechen zusammen. Die Menschen kaufen keine Handys mehr, zumindest nicht mehr in der Frequenz. Und das ist auch vollkommen richtig so. Das mache ich schon seit Jahren so. Ich habe hier einen Apple S4. Das habe ich gebraucht von einer Freundin gekauft. Was haben wir denn? 2021. Wann habe ich das gekauft? 2014, 2015, muss man sich überlegen, ja. Und das hält immer noch. So ein bisschen Surfen auf WLAN hält das immer noch. Ich habe mir eine Aldi-Talk-Karte besorgt. Das habe ich auch schon seit Jahren. Ich telefoniere innerhalb von einem halben Jahr, weil ich im Grunde nur SMS damit schreibe, wenn ich mal jemandem irgendwas schreibe. Oder im Notfall irgendwo bin, wo ich mal ein Taxi brauche oder so, ja. Am Wochenende auf einer Party, was also tatsächlich einmal im Jahr vorkommt vielleicht, ne. Ich vertelefoniere, ich verbrauche auf dieser Prepaid-Karte im halben Jahr 5 Euro. Ja, und selbst wenn die jetzt kommen und sagen, wir wollen so Monatsmodelle haben mit 7 oder 8 Euro, ist das ein absoluter Witz. Ja, und das sind Dinge, das kann man ganz einfach tun, um auch eben der Reichen, der Lobby einfach zu zeigen, mit uns nicht. Und ja, viele sagen immer, was tun wir? Wir müssen dagegen angehen, wir müssen zusammenhalten. Habe ich gerade gestern wieder in den Kommentaren hier bei auf meinem Kanal hier gelesen. Na, dieser Appell, Leute, wir müssen was tun. In der Hoffnung, da meldet sich einer und sagt, jo, hab ich schon. Willst du hier mitmachen? Und dann würde gesagt werden, ja, lass mal gucken, ob man da mitmachen kann. Wisst ihr, wir brauchen keine übergeordneten Organisationen, die irgendetwas initiieren. Wir brauchen keine YouTuber, die irgendetwas initiieren, sondern wir brauchen Menschen, und da sehe ich meine Rolle auch drin, die Inspiration bringen zu den Menschen. Dass der Zuschauer jetzt, nur mal um diesen Kanal zu nehmen, dass ihr Zuschauer jetzt sagt, Mensch, also der Streetpunk redet so viel Müll, das ist echt nicht zu ertragen. Aber das eine Ding, was er gesagt hat, das ist interessant, das nehme ich mal mit in meinen Alltag. Und andersrum ist es genauso. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit in eurer Firma, in der Familie habt, zu diskutieren, verliert euch nicht in Details. Ja, stellt eine Frage, stellt zwei Fragen. Ja, es gibt so ein psychologisches Spiel, wenn man sich sozusagen in die Enge drängen lässt. Ne? Das nennt sich den Ball. Das kennt ihr vielleicht. Ja, diesen Ball hin und her schmeißen. Ja, wenn also euch jemand zu einer Rechenschaft zwingen will, dann wirft er euch den Ball zu. Lasst es nicht zu, dass man euch die ganze Zeit diesen Ball zuschmeißt. Schmeißt den Ball zurück. Und das macht man mit Gegenfragen. Ja. Das ist der Punkt, mit Gegenfragen. Ne? Die einfachste Gegenfrage, die ich immer habe, ja, was sagst du denn dazu? Zum Beispiel innerhalb der Familie haben wir das Thema ja auch. Und dann sage ich immer, du, erstmal läuft das Ganze seit 28 Monaten, da können wir jetzt hier in der Unterhaltung, habe ich keine Möglichkeit, dir jetzt zu sagen oder das zu begründen. Es ist eigentlich ganz einfach, das habe ich dann auch mal gesagt, seitdem hier in der Familie diskutiert wird über Politik, macht unsere Politik alles falsch. Und plötzlich kommen die an und machen alles richtig und ich folge dem. Ja, und da hat auch tatsächlich in meiner Familie, habe ich große Augen gesehen. Ja, stimmt, hast recht. Irgendwo hast du recht. Wie konnte es sein, dass wir darauf reinfallen? Ganz einfache Sache. Ja, oder noch einfacher ist die Sache, als es losging mit den Lockdowns und der Maskenpflicht im Lebensmittelladen, warum hat man uns keine Handschuhe auferzwungen? Also am Anfang waren ja die Masken nicht sofort verfügbar. Handschuhe wären vielleicht auch schwierig gewesen, aber man hätte ja sagen können, dann nehmt wenigstens eure Winterhandschuhe, ne, dass ihr sozusagen euch nicht am Wagen infiziert. Ja, denn man sagt ja, ja, im Krankenhaus tragen sie auch Masken. Ja, aber im Krankenhaus tragen sie auch Handschuhe. Ganz einfache Logik, ganz einfache Lösung. Und noch einen zweiten Satz, den ich immer sage, ist immer das Ding, in den Krankenhäusern tragen die Ärzte ja Masken bei einer OP. Das sind die medizinischen Masken. Habt ihr schon mal einen Arzt gesehen, der eine FFP2-Maske trägt? Ja, habt ihr? Nee, habe ich nicht. Habe ich mal im Leben noch nicht gesehen. So, dann könnt ihr, der vierte Punkt ist ganz einfach, das kann man auch googeln. In den Krankenhäusern tragen die Operateure Mundschutzmasken, damit keine Keime vom Operateur in die Wunde kommen. Wenn der Operateur mit seinen Leuten spricht, da wird sich ja auch untereinander unterhalten, zum Beispiel während der OP, damit also keine Keime in die Wunde geraten. Deswegen werden diese Masken getragen. Und Keime sind riesengroß, viel größer als Viren. Ja? Und das ist, dann war es das auch schon. Ja? Und wer dann sozusagen immer noch dagegen hält, dem ist auch einfach nicht mehr zu helfen. Das ist auch das große Problem daran. Ja?
Und es ist, scheint hier zu sein, dass die Menschen tatsächlich durch schwere Schicksalsschläge in die Knie gezwungen werden müssen, dass sie begreifen, was hier passiert. Aber das passiert ja langsam. Wir lesen das ja hier überall. Ne, dieses Video begann ja eben mit dem Tweet des Bundesgesundheitsministeriums. Also langsam geben sie zu, dass das alles nicht so gesund war, wie also angedeutet wurde. Und ich habe es in einem anderen Video auch schon gesagt, dass die Freidenker-Juristen schon mit den Hufen scharren, weil sie sagen, dass der Lauterbach sich vor 2 Jahren geäußert hat und gesagt hat, das hier ist alles frei von Nebenwirkungen und jetzt es doch zugibt. Das hat also juristische Konsequenzen, was den Schadensersatz der Geschädigten anbelangt. Ja, es ist mal wieder ein hartes Thema. Bei euch bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Schreibt weiter so eure Kommentare wie bisher. Ich finde es super. Ich lese auch wirklich jeden Kommentar, auch wenn ich nicht dazu komme, jeden Kommentar zu beantworten. Ich sag's noch einmal, es gibt tatsächlich ein paar Leute, die es nicht begriffen haben. Wenn hier Gewaltbeschreibungen eurerseits in den Kommentar landen, dann lösche ich die ersten Kommentare. Wenn ich sehe, dass hier Leute nur kommentieren, ohne den Inhalt des Videos sich anzuschauen, dann werden die gelöscht und beim zweiten, dritten Verstoß schmeiß ich euch raus. Ja, ich hab's gestern wieder erlebt, ich habe beim Video von gestern in der Premiere das nochmal gesagt, schreibt bitte nicht, ja, der und der Politiker ist dies und dies. Schreibt bitte nicht, wir werden hier geopfert oder so etwas, ja, mit harten Worten. Schreibt das nicht, weil, wie gesagt, YouTube zensiert diese Videos und verteilt die Videos nicht. Ich gehe davon aus, dass es gewollt ist. Ja, solche Trollkommentare, die werden gesetzt, damit dieser Kanal weiterhin nicht so weit verbreitet wird, wie es sein könnte. Ja, und ich schmeiß euch raus. Und wenn ihr schon Monate dabei seid, ich schmeiß euch raus. Das ist mir vollkommen egal. Also ihr müsst auch euren Kopf da ein bisschen einschalten. Das geht natürlich nicht an alle. Das geht an einen Kommentator von 100. Der Rest macht hier einen super Job. Ich finde das mega geil, wie offen ihr manchmal seid. Und das ist im Grunde auch der Wunsch, mein Wunsch, dass ihr euch hier wohlfühlt, dass ihr merkt, ihr werdet hier von mir nicht vollgedröhnt, weil ich irgendeinen Auftrag habe oder irgendeinen Werbepartner, sondern das kommt hier alles vom Herzen. Und ich habe es gestern so schön irgendwo gelesen, es spielt keine Rolle, wie viel Geld du hast, es spielt nur noch eine Rolle, ob du das Herz am richtigen Fleck hast. Liebe Leute, schaut mal in der Videobeschreibung nach den Links meiner anderen Social-Media-Kanäle. Lasst überall, auch hier bitte, ein Like da, ein Kommentar und abonniert meinen Kanal. Das ist wichtig dafür, dass dieser Kanal weiterhin verteilt wird. Ich möchte euch auch bitten, zum allerersten Mal möchte ich euch wirklich, wirklich bitten, dass ihr meine Inhalte, wenn sie euch gefallen, auch verteilt auf euren Social-Media-Kanälen. Schaut mal hier, wenn diese Premiere des Videos beendet ist, dann hat das Video eine Clip-Funktion, das ist dieses Scheren-Symbol. Da könnt ihr euch den Bereich in meinem Video aussuchen, was euch gefallen hat. Den könnt ihr aussuchen und ausschneiden und sozusagen auf eure Kanäle, auf eure Social-Media-Kanäle verteilen. Das ist wichtig, damit immer mehr Leute wissen, was für eine tolle, widerstandsfähige und schlaue Community wir sind. Denn was die Zukunft bringen wird, das weiß ja eben keiner so genau. Aber eins weiß ich ganz sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.